Hallo, junge Frau. Ja, meine Damen und Herren, wir sind aus Mexiko. Naja, fast. Wir sind aus Augsburg zu Ihnen gekommen und für uns ist es Tradition, 5. Januar. Was heißt das? Klar, alle Holarianer kommen zu euch, zu den Albanesen. Und Sie haben es gesehen, wir haben eine Mariachi-Band. Und unser Anführer, unser Gitarrist, unser Thomas, dem hat in der letzten Zeit immer so ein bisschen die Muse gefehlt. Und da hat er mir geguckt, Mensch, lauter hübsche Mädels. Und eine einzige, da hat er so einen kleinen Blick drauf geworfen. Meine Damen und Herren, ich darf sie Ihnen vorstellen. Wir präsentieren Ihnen das Augsburger Prinzenpaar. Liebe Faschingsrunde, ich darf Sie Ihnen vorstellen, Dirigenten der schönen Fuggerstadt Augsburg und von unserem Mexiko-Fasching. An vorderster Front ein Traum in Orange. Unsere Mexiko-Prinzessin, Prinzessin Jacqueline die Erste. Ja, an Ihrer Seite, jede Frau braucht natürlich einen starken Mann, einen Prinz. Er ist kein Unbekannter im Fasching. Unser Holaria-Prinz, Thomas der Dritte. Liebe Faschingsfreunde, liebe Albanesen Nürnberg, hola y bienvenidos a México. Wir freuen uns wahnsinnig, heute mit euch zusammen den Dia de los Muertos erleben zu dürfen. Heute feiern wir das Leben, die Freude und dass wir endlich wieder zusammen sind. Lange Zeit hat mir die Muse für meine Musik gefehlt, aber seit ich dich wiedergefunden habe, sprudelt die Inspiration nur so aus mir heraus. Endlich hört man eure Musik wieder durch die Straßen Mexikos erklingen. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Tag und Nacht die Hüften zu schwingen. Die Mexikanerinnen und Mexikaner haben sich lange Zeit auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Sie haben ihre schönsten Kostüme aus dem Schrank geholt und sind nun bereit, so richtig zu feiern. Und wenn Mexikaner eins können, dann ist das wohl feiern. Lasst euch von der mexikanischen Lebensfreude mitreißen und den Tequila fließen, sodass wir diesen Abend niemals vergessen. Viel Spaß dabei, wünsche euch euer Prinzenpaar. Ja, unser Holaria-Prinzenpaar und ich weiß, ihr feiert in diesem Jahr, man kann schon sagen Jubiläum. 66 plus 6, 1. Ist, kann man noch Jubiläum, gell? Ja. Wir feiern tatsächlich, also wir haben ja eh so viel gemeinsam. Also die Holaria und die Albanesen kommen ja aus der Sudeten-Landsmannschaft. Also wir haben viel gemeinsam, ihr feiert 66 plus 1, wir feiern 55 Jahre Holaria, eine Gemeinsamkeit und wir sind natürlich nicht mit leeren Händen gekommen. Ja, ihr habt ein wahnsinnig tolles Prinzenpaar und wir haben natürlich die Holaria-Saisonorden dabei. Und da darf ich Sie zu uns bitten, Prinzessin Jasmin. Du wirst natürlich abgeholt von unseren zwei Mexikanern. Ja. Der Prinz Alexander, du wirst auch abgeholt. Ja, und Flo, du stehst oben so schön in der Mitte. Du bekommst natürlich auch einen Mexiko-Orden. Hey!
Ja, und dass unser Prinz Thomas noch mal was zu tun hat. Christine, Schriftführerin braucht man in jedem Verein. Du bekommst natürlich auch einen Holaria-Orden. Ein wahnsinnig schönes Bild, aber ihr wisst, so Orden sind natürlich erst dann was wert mit dem Schlachtruf. Flo, ihr habt jetzt, du weißt ja aus den letzten Jahren, unser Schlachtruf ist länger. Ihr hattet jetzt 2 Jahre Zeit, den zu lernen. Wie schaut's aus? Schlecht. Schlecht. Okay, schade. Aber? Also irgendwas mit Bücken und Rock hoch oder so, weiß ich noch, aber Bukti und so weiter. Das, okay, machen wir so. Es ist das neue Jahr ist 5 Tage alt, ist der Vorsatz fürs neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns in der Runde am 5. Januar 2024 wieder. Ich will keinen Druck aufbauen, aber dann, Flo. Ich verspreche es dir, ich bin ja auch, wir sind ja im Februar noch bei euch in Augsburg, vielleicht kriege ich bis da sogar hin. Okay, also entweder Februar bei uns in Augsburg oder nächstes Jahr hier, wir machen ihn euch einfach nochmal vor. Also, auf die neuen Ordensträger und auf einen wahnsinnig tollen Fasching, der vor uns alle steht. Ein dreifach donnernde Solaria! 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 Nicht! 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 Hose! 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 Rock! 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 Das war's! So, Flo. Jetzt, gell? Also. Kriegt er hin. Okay. Also im Februar kommt ihr zu uns in die City-Galerie. Wir feiern richtig Fasching. Und dann macht er den. Also, ihr habt es alle gehört. Ihr müsst nichts lernen. Das macht der Flo. Sehr gut. Du bist der Präsident, du machst das, habe ich gehört. Haben sie gesagt. Was denn? Alles. 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 Ja. Alles. Wir lassen uns noch was einfallen. Er macht alles, hat er gesagt. Alles. Wunderbar. Also, ihr dürft gerne wieder auf euren... Ihr habt ja die Logenplätze schon fast, gell? So gehört sich das, das Prinzenpaar. Ja, meine Damen und Herren, viel geredet, jetzt sind sie wieder da, unser Prinzenpaar. Und jetzt möchten wir unser Holaria-Prinzenpaar natürlich auch in Action sehen. Meine Damen und Herren, der Tanz von unserem Prinzenpaar. Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mi sopa, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Oh.